Und zwar wird in den Tafsir-Werken erwähnt, dass zur Zeit Musas a.s. ein Mann vermögend war und keine Kinder hatte. Aber er hatte einen, der ihn erben würde, so hat er ihn umgebracht, um dieses Erbe zu bekommen. Da fragten sich die Leute, wer der Täter war. Und so gingen sie zu Musa a.s. und baten ihn darum, dass er Allah fragen soll, wer denn der Mörder ist. So kam die Antwort: Ihr sollt eine Kuh schächten. Und da waren sie verwundert. Sie wollten den Mörder wissen. Sie wollten eine Antwort auf ihre Frage bekommen. Und dann bekommen sie ein Gebot, ein Befehl, eine Kuh zu opfern. Und hier, liebe Geschwister, machen wir einen ersten Halt. Die Kinder Israels haben nicht nachvollzogen, was Sinn und Zweck dieses Gebots ist. Und so kann es sein, dass einige Gebote Allahs für den einen oder anderen nicht nachvollziehbar sind. Heißt das aber, dass sie unsinnig sind? Nein, denn dein Verstand ist begrenzt. Doch das Wissen Allahs ist unbegrenzt. Er ist der Allwissende und Allweise. Und daher steht es keinem Geschöpf zu, die Gebote des Schöpfers subhanahu wa ta'ala in Frage zu stellen. Denn Allah wird nichts an Geboten erlassen und nichts an Befehlen uns aufzwingen bzw. befehlen, die ohne Sinn sind und ohne einen Nutzen für uns. Aber im ersten Augenblick können wir vielleicht den Sinn nicht nachvollziehen. Also haben sie gesagt: Nimmst du denn uns auf den Arm? Machst du dich denn lustig über uns? Und Musa a.s. sagte: Ich suche Zuflucht davor bei Allah, zu den Unvernünftigen zu gehören. Sowas macht kein vernünftiger Mensch, die anderen Menschen eben auf den Arm zu nehmen. Also waren sie doch nicht überzeugt von diesem Gebot. Und wie oft hören wir heute Menschen, die sagen: Ich bin noch nicht überzeugt. Die Begrenzung deines Verstandes darf nicht sein für die Umsetzung der Gebote, sondern du musst überzeugt sein davon, dass der Gebieter der Allwissende ist, der Allmächtige, der Allfähige ist, subhanahu wa ta'ala. Und aufgrund der mangelnden Überzeugung haben sie weiterhin Fragen gestellt, wie die Kuh denn aussehen möge, obwohl irgendeine Kuh genügt hätte. Aber das ist eben die Auswirkung desjenigen, der nicht zufrieden ist mit Allah als Herrn, der nicht zufrieden ist mit dem Islam als Religion, der nicht zufrieden ist mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten. Er möchte, dass die Religion sich seinem Leben anpasst, nicht, dass er sich mit seinem Leben der Religion anpasst. Also haben sie Fragen gestellt, wie die Kuh aussehen soll, und so kamen auch Antworten von Allah, um ihnen die Angelegenheit zu erschweren. Warum? Weil sie sich selbst diese Hürden aufgestellt haben. Dann haben sie tatsächlich eine Kuh gefunden, die diese Eigenschaften besitzt, und es war die einzige weit und breit. Und das heißt, dass die Besitzerin dieser Kuh Bescheid wusste, dass die Kinder Israels nach einer besonderen Kuh suchen, also hat sie den Preis erhöht. Und da versuchten die Kinder Israels mit Mose zu diskutieren, ob sie denn nicht eine andere Kuh kaufen können, aber dann war es zu spät. Ihr wolltet ja keine andere Kuh von Anfang an. Also haben sie diese Kuh gekauft und geschächtet, und dann kam der Befehl: Schlagt mit einem Teil dieser Kuh diesen Verstorbenen. So kam er wieder zum Leben und erklärte, wer sein Mörder war, und er starb dann wieder.